Aber wenn man in eine geheime Gesellschaft reinkommt von Geisteranbetern, vor allem wenn man eingeladen wurde von den höheren Gestellten in der Geisterwelt, kommst du dann niemals mehr lebendig raus. Und das ist genau das, wo mein Freund und ich reingeschlittert sind. Aber wir wussten nichts über das alles. Es gab da einen sehr berühmten Big Band Jazzmusiker. Er spielte viel in Montreal, Kanada, Vancouver, die großen Städte. Big Band Leader. Jazz Band. Yeah. Very famous. He played a lot in Montreal, Canada, Vancouver, the big cities. Eines Nachts, wir gingen zu dieser Seance und da war er mit seiner Frau. Die Geister sagten ihm, was er tun sollte. Die Geister nannten ihn zwei Männer und die Geister sagten ihnen deren Namen und sagten, deine Frau wird mit dem Medium sprechen, wenn sie sagen, dass sie müde sind und nach Hause wollen. Sobald sie sehen, dass die Männer gehen wollen, gehen sie mit ihnen. Und wenn die beiden rausgehen, wirst du die beiden fragen, ob du sie fahren kannst. Sie werden sagen, nein, wir nehmen die Straßenbahn, um einige Ecken hier entfernt. Du wirst sie in dein Auto einladen und sie zu einem teuren Restaurant bringen und was Schönes essen und ihr werdet über die Arbeit bei der Marine sprechen. Das tat der Mann. Wir fuhren in diese Seitenstraße. Dort waren wir in diesem piekfeinen Restaurant, ich kann es nur sehen, als wäre es gestern, gerade genug Platz, um mein Auto zu parken, ganz zufällig, an einem Restaurant, das auf der Straße des St. Catherine war. Es ist aber eine Hauptstraße in Montreal. Es war schon abends. So Roger, Sie sind in diesem Restaurant. Was ist passiert? Wir gingen rein. Das Restaurant war gerade voll, aber es gab einige Tische an einer Wand mit einem Reservierschildchen drauf. Und der Eigentümer des Ladens erkannte den Bandführer, kam und sagte, guten Abend, die Herren wollen einen Tisch? So, Sie sind einer der vorbestellten Leute. Wir saßen dort und wir hatten unsere alkoholischen Lieblingsgetränke. Und da sagte der Bandführer auf einmal, wie lange seid ihr Gefährten denn schon in dieser Zauberei mit einbezogen? Es schockte uns ein wenig und ich sagte, was genau meinen Sie? Nun sagte er, ihr wisst, was die Leute da macht. Ihr wisst, was die Leute da macht, mit den angeblichen Toten zu sprechen. Er sagte, das ist dumm. Und dieser Mann war mit ihnen bei den Seancen? Oh ja. Und er sagte ihnen, dass es dumm ist, was sie dort machen? Ja. Er sagte, wie Sie sehen, geht meine Frau zu den Seancen, weil sie sich dabei wohlfühlt. Und sie kann etwas Gutes für sich dabei rausziehen. Ein gutes Gefühl. Und sie lebt nach dem, was die Geister ihr sagen, wie die Zukunft sein wird. Ich kümmere mich nicht um diesen Kram. Er sagte, ich will Macht, dann gehe ich direkt zur Quelle der Macht. Was denkt ihr denn, wie ich berühmt wurde? Ich sagte, du musst für etwas Glück gehabt haben. Nun, er sagte, es gibt nicht so etwas wie Glück. Es gibt eine Macht, die für dich irgendwo arbeitet. Oder du kommst in dieser Welt nicht vorwärts, nicht in meiner Art von Beruf. So kam es, dass wir über Geisteranbetung sprachen. Hat es Sie neugierig gemacht? Wollten Sie mehr darüber wissen, was er zu erzählen hat? Ja. Er sagte, dass die angeblichen Geister der Toten, mit denen wir sprechen, in Wirklichkeit dämonische Geister sind. Sie sind gefallene Engel, die wunderschön sind. Er sagt das einfach so heraus? Oh ja. Das beunruhigte Sie nicht? Nun, es schockte mich ein wenig, wissen Sie, wenn man so etwas zum ersten Mal hört. Er sagte, ihr beide habt eine wundervolle Zukunft vor euch. Denn es würde uns gesagt, dass die hohen Priester unserer geheimen Gesellschaft unterrichtet wurden, dass der Meister ganz besondere Pläne für euch zwei hat. Wie meinte er mit der Meister? Satan. Wir wollten mehr darüber wissen. Er erzählte uns,
Wir beten Geister an. Wir beten Luzifer und alle seine Engel an. Und sie sind ebenso schön wie zuvor, als sie aus dem Himmel geworfen wurden. Es gab ein Missverständnis in dem Ganzen des Himmels, in den Galaxien. Unser Meister wurde missverstanden und Gott übte mit ihm keine Nachsicht, wie er es heute tut, mit den Menschen, die Fehler machen. Also sind wir im Krieg, gut gegen Böse. Und wir sind zufällig die Bösen. Aber wir sind nicht so schlimm. Er sagte, ich sehe dieses Geschäft zwischen den Kräften des Guten und Bösen so. Eine Person glaubt an Gott und die andere glaubt an Luzifer. Es ist wie in der Politik. Also der große Streit ist wahr und Sie haben jemanden darüber sprechen gehört, der auf der anderen Seite stand? Diese Leute glauben, dass Christus nicht auf diesem Planeten mit großer Macht und Herrlichkeit zurückkehren wird. Der Hohepriester sagte einmal, Christus wird auf all seine Ansprüche auf dem Planeten verzichten, weil er weiß, dass es rechtmäßig und rechtens Satans Planet ist. Damals sagte er oft, Luzifer, aber auch Satan und Teufel. Der Hohepriester liebte es, am meisten ihn mit Meister anzusprechen. Er würde sein Volk aus ihren Gräbern auferstehen lassen.